Trotz seit letzten Mal, während Power mit Chic oder mit Zeller in dem Fall umspielt. Und was sehen wir? Sind wir Buttoncheck? Und es sieht nach Buttoncheck aus, außer die zwei Spieler Super Campy, was ich jetzt nicht so vermute. Die Österreicher haben ihre. Und der erste Suicide. Power sieht nicht gut aus. Kannst du noch reißen? Oh, uns Talent. Ah, der Suicide rettet sich. Und. Oh, guter Bechtisch. Nein, just kidding. Jetzt ist es Aufwärmungsphase. Ich kann, wenn du Hilfe brauchst. Okay. Soll ich runtergehen oder? Ich telefoniere einfach mit dem Sommer. Aber danke. Und Leute, was denkt ihr, welche die erste Stage sein wird? Oh. Warte, das Problem ist. Werde ich kurz still sein? Können wir noch das Messpause ausstellen? Ja, da. Hier gibt es das Setup mit Spielen und Schauen. Das war kurz, oder? Ja. Ordert noch kurz. Habt ihr schon, ist es schon set? Also ist es schon mal ein Match bei dir? Na, war Warm-up. Okay. Und zur Striking Phase. Ja. Geht das Ding dann gleich ausmachen, oder? Auf 3, okay. 3, 1, 2, 3. Und ich sage Stein auf. Achso, 1, 2, 3. Guter Heartread. Vom Power guter Heartread. Ja. Schauen wir mal, wo will die Sheik hin? Wahrscheinlich will sie die Story bannen. Genau, gut gecallt. Und F die. Oh. Dieses hat. Interessante Wahl. Was sagst du zu dem Matchup? Battlefield? Neutralste Stage? Was? Katano Sport sprachlos. Ich kann nicht. Ich weiß. Wollte ich nur ärgern. Und es geht los. Und oh nein, ich sehe nichts mehr. Okay, jetzt sehe ich wieder alles. Wir haben ein paar Grabfishes. Und der erste Back getrifft. Talent in Upthrow, Abwehr. Ich denke, das Chic ist ein Pummeluff. Und Power kriegt auch die ersten Prozente durch. Oh, ein Forward Smash. Oh, Jab Up Smash. Schöne Sache. Oh, Power. Da macht Talent ein bisschen Druck. Oh, kriegt einen Grab. Und Conversion. Okay. Gut. Und. Ah. Also gewinnt. Okay, näher. Interessante Wahl. Kann er recovern? Er soll abgeben. Wenn du Fußgang gehst, ist relativ viel Abschnitt. Warum machst du das? Was soll das? Ah, ich weiß schon warum. Ich kann es glaube ich nicht verbessern. Dann lass es klar, oder? Und Zoom im Browser, wenn es geht. Beide mit 3 Stocks. Mach 4. Ah ja, die treffen immer bei Power. Das kann er gut. So, jetzt passt es, glaube ich. Das ist der Trophy, jetzt Sound. Ja, okay. Okay. Der hebt nicht ab, der Simon, was soll das? Wie soll ich das denn drücken? Zurück zum Match. Wir haben. Das also machen? Nein. Ich meine, weil sie so laut ist. Dein schämt sich wirklich nicht. Das passt. Hallo Simon, passt jetzt? Und oh. Gute Directions. Und soll ich jetzt Fullscreen machen oder nicht? Und? War der schön. Es wird halt dann. Na, Talent. Sehen wir einen schönen Finisher. Einen schönen Drill-Up-Shine-Up-Smash. Vielleicht. Wie chic. Da kommt der Mute King durch. Ja. Hallo, ja? Talent will den Kill jetzt haben. Jetzt Up-Smash. Up-Smash ist ein Up. Da, ja. Das ist da rechts oben. Da. Und da kriegt er ihn. Da? Oh. Oh. Sind die Neutral Punishes?
Soll ich nochmal Folgebild probieren? Okay. Ja, er wartet auf die Rolle. Rolle, Backrolle. Oh. Ja, gut. Sehr unglücklich. Aber das kann passieren. Das, schon, hat, das sind die Nerven. Schau mal runter. Ein schöner Steinspike. Oh mein Gott, der Hardread von Talent. Wow. Schöne Sache. Ball auf letzten Stock. Sie scheinen ebenbürtige Gegner zu sein. Und, oh. Oh, schöner Follow-up. Oh, oh, oh. Und, oh, die Needle Snipe. Schöne, schöne Sache von Power am Ende. Und Power ist 1-0 in Führung. Nun Talent, wir gehen auf FD also. Interessante Stage. Und, oh, Grab. Ja, die beiden fischen beide noch Grabs. Aber es ist gut gegen Grab. Vielleicht gut gespaced Tilt. Oh, ein neuer Grab. Doch, die Österreicher können das Button mashen. Die wollen nicht geworfen werden. Oh, es wird wieder gelasert und genadelt. Und normaler Take jetzt um Forward Smash. Shoutouts zu 1, der vorne zusieht. Jeder Forward Smash ist für dich. Und der Up Smash macht den ersten Delf. Nun Power, wie findest du ihn? Ah, Dash Attack Forward, ja. Billig und effektiv. Und beide auf 3 Stocks runter. Und wir sehen Laser. Wir sehen, oh, Power Shield Crab. Haben wir den kühlen Gedankengang. So. Und der Wind bläst durch alle Ecken. Oh, ein Weak vor. Ein Weak Back, ja, okay. Wollte sicher kommen. Und. Oh. Dort schämen sie sich gegenseitig. Ah, oh, eine Ansaf Daniel into Upthrow Abwehr. Diese Schick lebt nicht mehr lange, aber sie müssen natürlich den Fox sagen. Sie müssen jetzt wieder fischen für den nächsten Hit. Oh, keine Read auf die Rolle. Und, oh, Power Extended. Hätte jetzt aufgeladen, wäre es eine coole Kombo gewesen. Ja, der Fox ein bisschen zu viel Prozent für die billigen Vorwärts-Tricks. Müssen wir vielleicht schon einen guten Kill-Move hernehmen, wie Down Smash. Und, oh, Back Air, das kommt Power gut. Die Back Air Edge Guards. Und Talents kriegt derzeit seinen Kill. Upthrow, Dash Attack Abwehr, okay. Genauso belegt wie Dash Attack Vorwärts der von Sheik. Das sind zwei ebenbürtige Gegner, die sich nicht schenken. Ja, zwischen sie wieder Crabs. Das machen die besten Prozente am Anfang. Und, was sehen wir jetzt? Upthrow, Abwehr, schön. Schick traded, damit der zweite Abwehr connect. Tritt nicht connected. Ah, Follow-up. Immer mit diesen Down-Airs. Ich finde, die sind total unsafe, wenn ihr mich fragt. Wenn sie auf Schild treffen. Und, oh, ja gut, wenn sie nicht das Schild treffen, sind sie gut. Sie sind ein bisschen wie im Falco-Punch. Wenn der trifft, ist gut, wenn Schild trifft, ist nicht so gut. Nur nicht ganz so. Okay, wenn ich rede, wird hier Schild wieder gefahrwärts mischt. Bei der letzten Stock wie im vorherigen Game, 0%. Ja, die zwei wissen, wie man spielt auf diesem Level. Und, oh, die Reads. Talent ein bisschen Ecke. Und sie jammen sich gegenseitig. Ja, guter Spot Dodge. Kämpfen wieder beide an der Ecke. Und, oh mein Gott, kein Tag von Talent. No. Oh, Talent, musst du taggen. Was? Das musst du taggen. Ich wollte taggen. Okay. Ich bin Yoshis. Na, Pokémon. Und wir gehen jetzt auf Pokémon Stadium. Schauen wir mal, vielleicht bringt Talent einen guten Comeback. Das ist Fox. Fox ist gut.
Ah, da kommen wieder die Chain Grabs. Ah, guter Spot Dodge. Und er ist zurück auf der Stage. Jetzt wird erstmal gepressured. Und, gute Rolle. Oder ein schlechter Hardread in dem Fall. Boah, so viele Tilts und Jabs. Ich kenne den Mix-Up und der Punish Game. Auf Fox. Ah, hat Edge gerade nicht getroffen. Und jetzt dafür plötzlich dafür doppelt abwehrt. Schön gecovert. Oh, was war denn da los? Talent ist anscheinend ein bisschen nervös, aber das muss nicht sein. Und Ricard wieder. Ja, lass sich nicht gimpen. Oh, er braucht das einen kleinen. Okay, das war der Plan. Upsmashen. Das ist immer gut. Außer auf Schild gegen Pummelhof. Dann wird gegrabt. Und gerestet. Oh, die Foxhöhle. Will Power es challengen. Ja, Power treibt den Fox aus dem Baut. Und schöne Abwehrs. Und. Oh, gut smasht die halt. Aber hilft nichts, weil die Abwehrs kommen und gehen. Und kommen dann nochmal. Oh, sind wir ein bisschen Scheinpressure am Boden? Nein, kein Scheinpressure. Scheinpressure! Jetzt geht's ab! Torrent zeigt, was er kann. Oh, jetzt ist er am Feuer. Im Talentmodus. Oh, er wollte den Ledge. Wie heißt es? Ledge Cancel machen, aber hat sich ein bisschen verschätzt. So, Power mit ein bisschen Prozentnachteil. Aber er macht einfach ein paar Chain Grabs und holt den schnell da auf. Ja. Kommt er nicht schnell genug hin. Und Power, was für ein Edge Guard kommt jetzt? Noch kein Edge Guard. Sondern wieder neutral. Ja, gibt so viel Spe- Oh, der Hard Reach. Wow. Power mit dem Upsmash trifft sogar. Leider, das ist der Upsmash von Sheik. Das heißt, der killt nicht so gut. Vielleicht Jigglypuff mit diesem Prozent, aber ein Fox. Ne? Wow. Talent mag seine Upsmashes. Also Running Upsmashes vor allem. Schauen, was Power jetzt macht. Kriegt er den Stock weg. Mit einem Edge Guard. Oh. Talent ist ein bisschen nervös, macht einen Side B-Start im Feuer. Wieder bei der letzten Stock. Diesmal mit Power mit einem kleinen, klitzekleinen Nachteil. Und Prozenten. Wow. Jetzt gibt Talent aber ein bisschen Gas. Und. Oh, der Abwehr. Ein weiterer Abwehr könnte killen. Nein, aber nicht bei guten DI. Jetzt kommen die Lasers. Ja, der will jetzt lasern. Er ist total scharf auf diesen letzten Stock. Da will er auch nichts riskieren. Doch vielleicht ist manchmal die defensive Option die schlechte Option. Und? Oh mein Gott, Talent lebt noch eine Runde weiter. 2-1. Doch jetzt kann endlich Power seinen Counterpick nehmen. Ich denke, es ist Dreamland. Schauen wir mal, ob mein Heartbeat stimmt. Oder ist es Fountain? Nein, es ist Dreamland natürlich. Verschick. Und Game 3, Boys. Nein, es ist Game 4. Das kann ich erzählen. Oh, schöne Chain Grabs. Und schöner Down Smash. Oh, dieser Stock war schnell weg. Jetzt gibt Power wirklich Gas. Und erneut. Oh, hätte dasselbe versucht, doch diesmal trifft der Down Smash nicht so, wie er sein sollte. Oh, Talent ist ein bisschen nervös anscheinend. Wenn er so schnell den Stock verliert, das ist nie gut fürs Mindset. Aber jetzt hat viel der paar schlimme Attacken. What? Oh, okay. Er wollte anscheinend das readen. Oder reacten. Wahrscheinlich beides gleichzeitig. Und dann hat er gefloppt. Sind ein paar schöne Lasers. Aber er muss jetzt mal den Kill-Move kriegen. Oh mein Gott, der Forward-Smash aufladen. Ist das der Greed? Ist das der österreichische Greed? Oh! Ungepunischter Forward-Smash. Auf der Plattform. Und ein bisschen zu kurz vom Timing hier. Oh mein Gott, erneut der Forward-Smash. Vielleicht soll ich es mit dem Up-Smash probieren. Wenn ich schon so gut hart reden kann. Und? Oh, der Abwehr killt gerade so nicht. Prozente reichen einfach nicht auf Dreamland.
Und Schick ist kein Pummeluff, das heißt, sie wiegt doch ein bisschen mehr. Und? Sie müssen einen Absmisch aufladen. Der Wind bläst. Und oh mein Gott. Hat den Jump gerochen. Und ihn bestraft. Aber jetzt ist er ziemlich. Oh ja. Das kommt auch gut. Die Edge Guard gegen einen Fox. Und da kommt sie im 4 Standing Lasers. Ja, schick mit den guten Aerials. Ja, Talent. Der Forward Smash ist ein Neutral aufladen. Das ist nicht die beste Option für mich. Das geht besser. Ah, er wollte Shine spiken. Ja, Talent hat schon die guten Ideen, so ist es nicht. Müssen wir Spielerfahrung, das Exekutieren auch gut aus. Oh, da ist Captain in die Mitte. Ja, das ist also. Dann ist ziemlich oft ein Stage-Nachteil. Also von der Position her. Und sind wir in einem Running Up Smash? Oh, da war er. Und Nadel. Oh mein Gott. Und da kommt der Abwehr. Ja, der Dash Attack. Der ist so nützlich für diesen Fox. Und Drill Shine, okay. Vielleicht sehen wir mal Drill Grabs. Oh, er kann recovern. Und er kann noch mal recovern. Oh, Drill Shine. Oh mein Gott. Talent vielleicht wieder auf den letzten Stock. Vielleicht sieht er wieder etwas durch wie im vorherigen Game. Und Forward Smash. Oh, Jab, Up Smash. Doch, das ist kein Pummeluff, das ging nicht so einfach. Und Up for Up hier. Ah, er hat Zero. Hat ihn die Eye noch innen gebietet. Hat es aber nicht getroffen. Weil er nicht in die Eye wurde. Und er joggt er. Wunderbar. Und beide auf letzten Stock schon wieder. Mann, diese beiden Leute. Das sind zwar ziemlich high tier mit hier. Highest of the mid tier Players. So muss ich sagen. Und jetzt sind beide wieder etwas defensiv dran. Und tun wieder etwas spacen. Jetzt, wo es wieder um die Wurst geht. Oder um den Leberkäse. Wie man beide schon sagt. Vielleicht auch im österreichischen, ich bin mir nicht sicher. Und oh mein Gott, die ganzen Cheap Hits, die wo jetzt beim Fox connecten. Und, oh, guter Spot Dodge. Oh, das sollte wahrscheinlich ein Abwehr sein, statt ein Forward, ja. Oh, die Side B. Oh mein Gott, der Forward Smash. Ja, die rollt auch hin, war diesmal gut. Oh, 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 oh. Oh, das war's. Schönes Game. Schönes Game, Leute. Und Power nimmt die 1 Million Euro.